sich einigermaßen zu positionieren, dann könnten wir mal anfangen. Herzlich willkommen im Club Voltaire, einen schönen Abend uns allen. Das ist natürlich grandios, dass so viele gekommen sind. Damit haben wir auch nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, umso schöner. Das liegt, nehme ich mal an den Gästen, die wir heute Abend haben und die ich ganz besonders begrüße natürlich. Einmal Peter Brandt. Peter Brandt, Historiker und Friedensaktivist, und zum anderen Klaus-Jürgen Köpfert. Journalist und Buchautor, der diesen Abend heute im Gespräch moderieren wird. Das wird nachher, dann gibt es die Gelegenheit zur Diskussion, dann werde ich gucken, mit dem Mikrofon hier irgendwie durchzukommen. Peter Brandt war schon im Juni letzten Jahres hier gewesen. Damals ging es um die Frage Krieg und Frieden. Heute geht es um ein, denke ich, nicht weniger aktuelles Thema, nämlich die Partei, die in Deutschland die Regierung stellt oder den Kanzler stellt, um die SPD, bei der er Mitglied ist und über die er ein ganz aktuelles Buch geschrieben hat. Das ist nachher hier auch zu kaufen. Ich heiße übrigens Gerd Hautsch, bin hier vom Club Voltaire. Diskussion moderieren. Bevor wir anfangen können, aber noch die üblichen Formalitäten. Zum einen, der Club Voltaire ist und bleibt auf Zuwendungen angewiesen. Deswegen wird hier nachher ein rotbrauner Hut herumgehen, wo man Geld reinwerfen kann. Da soll sich niemand irgendwie genötigt fühlen. Aber wer das Bedürfnis hat, da was reinzutun, der sollte natürlich die Gelegenheit haben. Wir freuen uns über jeden Euro, der da drin ist. Zweitens, die Veranstaltungsreihe wird von der Rosa Luxemburg. Was ist denn? Die Listen sind voll, weil so viele da sind. Gut. Trotzdem werde ich sagen, dass das heute Abend von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen unterstützt wird. Und dafür bedanken wir uns natürlich. Und dem haben auch die Listen gedient, die hier vorhin rumgegangen sind, die Anwesenheitslisten. Die sind für die Stiftung und nur für sie. Sie muss nachweisen, dass sie ihre Gelder ordnungsgemäß verwendet, zum Beispiel für Veranstaltungen wie diese. Zum Dritten, wir zeigen diese Veranstaltung auf heute Abend per Video. Das macht der Uni hier vorne. Vielen Dank dafür. Man kann sich die dann nachher auf unserem YouTube-Kanal noch angucken. Und viertens, auch letztens. Die Gastronomie bleibt während der Veranstaltung geöffnet. Normalerweise würde ich ja sagen, Bestellungen gerne gesehen, aber ich glaube, angesichts des Gedränges ist es besser, wenn man vorgeht an den Tresen und sich dort was organisiert. Das war es von meiner Seite. Klaus-Jürgen, du hast das Wort. Ja, Gerd. Hört man mich? Vielen Dank für deine einführenden Worte, lieber Gerd. Ja, ich freue mich sehr, dass Peter Brandt aus Berlin zu uns gekommen ist. Als wir zum ersten Mal über diesen Abend gesprochen haben, konnten wir ehrlich gesagt beide noch gar nicht so richtig voraussehen, ja, wie die Lage der SPD sich entwickeln würde. Dieses Buch... Funktioniert nicht? Ja, da müssten wir vielleicht da hinten noch mal ein bisschen was machen, oder? Ich weiß nicht. Jetzt ist es gut, ja? Ja, ja. Okay. Das Buch Eine kurze Geschichte der deutschen Sozialdemokratie ist ja ursprünglich nicht entstanden, weil Brandt, weil die SPD in der Krise steckte. Ne? Was war denn eigentlich sozusagen für Sie und für Detlef Lehnert damals der Anlass gewesen, überhaupt sich an diese Geschichte zu machen? Also,
jetzt? Ja. Besser, ne? Ja, guten Abend erstmal von meiner Seite auch. Das Buch ist insofern aktuell, als es noch nicht lange auf dem Markt ist. Es ist kein Buch speziell über die aktuelle Situation der Sozialdemokratie in Deutschland, sondern eine Darstellung und Analyse, würde ich jetzt sagen, der ganzen Entwicklung der deutschen Sozialdemokratie seit dem mittleren 19. Jahrhundert. Es ist auch einigermaßen proportioniert, was die verschiedenen Bereiche betrifft, aber mir leuchtet selbstverständlich ein, dass die Thematik jetzt durch die jüngsten Entwicklungen eine besondere Dramatik kommt. Und es ist ja auch kein unkritisches Buch. Die Motivation ging davon aus, dass wir schon mal 10 Jahre früher eine ausführlichere Darstellung zur Geschichte der Sozialdemokratie. Das war zum 150. Jubiläum. Also man hat sich irgendwann darauf verständigt, diese Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins 1863 als Ausgangspunkt zu nehmen. Man hätte auch andere nehmen können, aber es ist jedenfalls plausibel. Und deswegen jetzt 160 Jahre, da gab es dann auch ein Bedürfnis, nicht nur bei den Autoren, nochmal etwas Handliches vorzulegen. Und dieses Buch ersetzt damit auch die sogenannte kleine Geschichte der SPD von Susanne Miller und Heinrich Potthoff aus früheren Zeiten, erste Auflage 1975. Jetzt frage man mich nicht, was der Unterschied von kleiner und kurzer Geschichte ist. Aber das wollen wir jetzt auch nicht. Ja, ich wollte nur sagen, also das ist die Vorgeschichte. Das heißt übrigens nicht, dass das jetzt nur eine gekürzte Version von dem ist, was wir vor 10 Jahren gemacht haben. Aber wir waren natürlich durch die schwierige Situation, die ja noch schwieriger ist als 10 Jahre davor, waren wir animiert, auch dieses zu machen. Und es nicht nur als Pflichtübung, weil es jetzt 160 Jahre seit diesem, nennen wir es mal, das Gründungsdatum stattgefunden hat. Sie haben ja Ihre ganz eigene Geschichte mit der SPD. Zum einen sind Sie Mitglied der SPD. Und das ist die interessante Frage, ob das wirklich so ist, noch. Auch darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Sie sind eigentlich schon ziemlich früh damals in die SPD eingetreten. Das war zu der Zeit, als Ihr Vater damals Bundeskanzler war. Und nee, da war ich schon wieder raus. Da war ich schon wieder raus. Aber es war, glaube ich, doch Anfang der 70er Jahre. Da hatte es ja auch einen politischen Grund gehabt. Ne? Was war eigentlich damals der politische Grund, in die SPD zu gehen? Also, es war ja man würde sagen, so eine Art Untergrundorganisation damals, ne, für Sie gewesen, oder beziehungsweise Sie haben das eher so als politische Aktion angesehen damals. Ne? Also jetzt nicht aus Korinthenkackerei, aber weil es nicht ganz unwichtig ist. Also ich bin politisiert worden in den Falken, die damals noch eine relevante Organisation waren, auch eher eine Organisation der arbeitenden Jugend. Da bin ich im zarten Alter von 14 eingetreten, war ja auch eine Kinder- und Jugendorganisation. Und dort gab es in diesem etwas größeren Verein arbeitete so halb konspirativ eine trotzkistische Gruppe. Und da bin ich zugestoßen. Das hieß damals, man wurde rekrutiert. Und
gewissermaßen bin ich in die SPD gegangen als Trotzkist, weil das war noch damals die Linie, man geht in die Massenorganisation. Und so bin ich irgendwann im Frühjahr 1967, glaube ich, in die SPD eingetreten. Und als sich die Linie änderte und man dann auch nach außen einen eigenen Verein aufmachte, bin ich wieder ausgetreten. Das war dann 1969 und bin dann erst wieder 1994 eingetreten. Also jetzt nicht, weil ich nun ein absoluter Fan geworden war. Es war eher so, dass ich dachte, ja, also ich war schon etwas gemäßigter gegenüber meinen jungen Jahren, aber es war eher so, dass ich dachte, mein Bedarf an Spaltungen ist gedeckt. Wenn, um gleich auf den Zwischenruf zu reagieren, wenn man so relativ spät, also das war ja, im Grunde war ich da Mitte 40, wenn man so relativ spät so einen Entschluss fasst, es gab ja keinen zwingenden Grund, das zu machen, schon gar keinen beruflichen oder irgendeinen Vorteil, den ich davon gehabt hätte, dann ist die Hürde sehr hoch, wieder auszutreten. Man kann das nicht ausschließen. Es sind ja manche Dinge passiert, die erstaunlich sind, auch für Abgebrühte. Aber also das als sozusagen super kurz Kommentar. Sie haben sich ja damals mit der Politik Ihres Vaters, als Ihr Vater Bundeskanzler war, wirklich so eine Art Ikone damals darstellte für eine Generation, haben Sie sich ja mit der Politik Ihres Vaters ziemlich kritisch auseinandergesetzt. Sie waren eigentlich auf einer ziemlichen politischen Distanz zu ihm. Ja, also ich habe ihn nie persönlich angegriffen, öffentlich. Also auch nicht. Aber ich war in Distanz, ist vielleicht besser als zu sagen in Konflikt. Er hatte sogar ein gewisses Verständnis. Er war ja in seinen jungen Jahren in der Sozialistischen Arbeiterpartei hatte ein, sag mal, er wusste, was das heißt, in politischen Kleingruppen tätig zu sein, auch mit Kopf und Seele und sich da voll einzubringen. Also wir hatten da keinen persönlichen Konflikt, aber natürlich gab es Situationen, wo es für ihn unangenehm war und das hat sich dann, aber es war nicht, also sagen wir mal, ich fand schon gut, was er mit initiiert hat. Also so war es nicht. Das wäre jetzt auch nicht mit dem Schlagwort, er hat halt ironisch mal gesagt, naja, der wird wohl denken, das ist das kleinere Übel. Also ganz so war es nicht, aber ich war halt nicht identifiziert. Das hat sich dann später etwas geändert, aber so ganz sind wir nie auf eine Linie gekommen. Ein Punkt, wo Sie sich wieder angenähert haben, kann man glaube ich sagen, waren die 80er Jahre dann, als es ja um die Frage der atomaren Bewaffnung ging. Es gab diese berühmte Demonstration 1983, die Hofgartenwiese in Bonn. Da waren aus heutiger Sicht gesehen alle dabei, nicht? Obwohl es natürlich auch da eine begrenzte Zahl von Menschen gab, die tatsächlich dabei waren. Aber ich kann mich noch erinnern, als dann plötzlich und doch ziemlich überraschend auch Ihr Vater da auf der Bühne auftauchte und sich ja auch durchaus kritisch zu dieser atomaren Bewaffnung Pershing und SS-20 auf der anderen Seite, auf der sowjetischen Seite, geäußert hat. Das war, glaube ich, so ein Punkt, wo Sie sich dann politisch wieder durchaus angenähert haben, oder? Ja, also das begann schon in den 70er Jahren. Also ich sage immer, der Willy Brandt des Jahres 1980 war auch nicht der des Jahres 1960. Also da hatte sich auch was geändert und bei mir war auch, hatte sich was bewegt, sagen wir, hatte auch meine Erfahrung gemacht, ohne dass ich da von einem Bruch sprechen würde. Und
Bei der 83er Kundgebung war ich nicht, weil genau an dem Tag wurde meine Tochter geboren. Und das war nur noch wichtiger. Für mich jedenfalls. Aber ich war bei der 81er. Ja. Da war es ja noch, da war die SPD noch in der Regierung und es gab so, es schwelte sozusagen einen Konflikt zwischen Schmidt und Brandt. In der Frage, die haben das noch so etwas ausbalanciert, aber das war eben 83 nicht mehr, da waren sie weg von der Regierung und hatte sich es so entwickelt, dass die Sozialdemokratie dann auch die Stationierung ablehnen würde. Das Buch liest sich ja wirklich, sagen wir mal, ja, sehr, sehr spannend auch, ja, wenn man gerade in diese Zeit eintaucht, die Jahre, die ja nicht sehr lange, es waren nicht sehr viele Jahre, in denen Brandt dann wirklich als Bundeskanzler gestalten konnte. Kann man das, kriegt man das hin? Wie haben Sie das hingekriegt, sozusagen über die Politik des eigenen Vaters zu schreiben, ohne dass da doch zu viel Emotionen vielleicht auch eine Rolle spielen? Also erstens, wir sind zwei Autoren. Das ist an der Stelle hilfreich. Mhm. Es ist aber noch was anderes hilfreich. Das ist einfach meine Sozialisation als Geschichtswissenschaftler, wo man einfach lernt, zu den Dingen Distanz, distanziert, jetzt im wertfreien Sinne, sich distanziert zu verhalten, auch dem, was einem nahe liegt und womit man eventuell sympathisiert. Und also das, ich würde mal behaupten, das habe ich einfach gelernt. Also das ist nicht immer genauso einfach, aber ich habe da kein spezielles Problem mit gehabt, behaupte ich. Es fällt ja auf, dass Sie eben durchaus seine Außenpolitik damals, also der ja, die Friedenspolitik damals, die Aussöhnung sozusagen, würdigen, diese neue Ostpolitik, die ja damals sehr umkämpft und umstritten waren, die sogenannten Ostverträge, dass sie aber durchaus eine eher kritische Bilanz ziehen für die Innenpolitik dieser Ära, wenn man das mal so nennen will, dieser Ära Brandt, wo sie ja doch zu dem Ergebnis kommen, da ist eigentlich nicht so viel erreicht worden, da hat es eher Defizite gegeben, da ist nicht das eingelöst worden, was er damals in diesem berühmten Satz, wir wollen mehr Demokratie wagen, bei der Regierungserklärung 1969 im Bundestag in den Raum gestellt hatte. Also es war eben eine Koalitionsregierung und also die damalige FDP hatte zwar einen anderen Kurs als die heutige FDP und auch als die FDP der 50er und 65er Jahre, aber es war doch nur eine halbe Bewegung, die FDP da vollführt hatte. Wenn man jetzt ans Freiburger Programm von 1971 denkt, also das spielte schon eine große Rolle, weil von vornherein klar war, dass etwa jede sämtliche Schritte, die in Richtung Demokratisierung des Wirtschaftslebens gehen, mit der FDP nicht zu machen waren. Nicht? Also damals, also das war ja Linie der nicht nur der Gewerkschaften, sondern auch der SPD, die paritätische Mitbestimmung auszudehnen auf sämtliche Wirtschaftsbereiche, das war einfach nicht zu machen mit der FDP. Und so könnte man jetzt verschiedene Bereiche anführen, also so dass dieses, ich würde das ja nicht irgendwie hämisch sagen oder so, aber dieses mehr Demokratie wagen ist so etwas auf der Ebene der politischen Kultur fast hätte ich gesagt, stecken geblieben und hat sich nicht verbreitert in die Wirtschaftsgesellschaft. Aber sonst kann ich Ihnen zustimmen. Ein Vorwurf, der ja immer wieder kommt für diese Zeit und für die Innenpolitik von Brandt, sind ja die sogenannten Berufsverbote.
Wir haben hier vor einiger Zeit im Club auch mal eine Veranstaltung gemacht über diese Zeit, die ja doch für nicht wenige Menschen bedeutet hat, dass sie sich also von ihrem Lebenstraum damals verabschieden mussten. Sie konnten nicht Lehrer werden beispielsweise, sie konnten nicht in den Staatsdienst gehen. Das war ein Bruch in ihrer Biografie, der im Grunde nie geheilt werden konnte. Und dann hat man immer gesagt, das ist eine ganz spannende Frage, welche Verantwortung trägt eigentlich Brandt ja, für diese Berufsverbote? Was würden Sie sagen? Ja, natürlich war er verantwortlich in dem Sinne, dass ja dieser sogenannte radikalen Erlass oder Extremistenbeschluss in einer Konferenz des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten beschlossen wurde. Insofern hat er das ja mitgetragen. Das halte ich auch für glaubwürdig. Also er hat ja relativ früh, schon Mitte der 70er Jahre, gesagt, er hätte sich geirrt. Also was er selber mir und anderen versucht hat zu erklären, das spricht ihn jetzt nicht frei davon, aber es erklärt, also ich halte es für glaubwürdig. Er hat gesagt, ich habe mir das so vorgestellt, wir machen das so ähnlich, wie das andere westliche Länder auch machen. Wir halten die sicherheitsrelevanten Bereiche frei von tatsächlichen oder vermeintlichen Verfassungsfeinden, aber ansonsten machen wir nichts. Aber das kollidierte natürlich mit dem Wortlaut dieses Beschlusses und auch damit, das sollte eigentlich durch diesen Beschluss auch verhindert werden, dass die Praxis in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich war. Und das hat sich nicht wesentlich geändert, außer dass es dann in sozialdemokratisch geführten Ländern schärfer wurde und dann nach einer gewissen Zeit wieder Schritt für Schritt in die andere Richtung ging. Aber natürlich ist das etwas, was zu kritisieren ist. Ich habe, glaube ich, mal gesagt, dass da bei ihm, er hatte, sag mal, die Juristerei war nicht etwas, was ihn so furchtbar seine Art war zu denken, um das mal so. Und das war ihm an der Stelle ein Nachteil. Es passt ja auch irgendwie auf den ersten Blick nicht zusammen. Nicht? Einerseits die Annäherung an die kommunistischen, in Anführungszeichen, Staaten des Warschauer Paktes. Ne? Andererseits das Bemühen, also Kommunisten, Sozialisten und auch andere eben vom öffentlichen Dienst des eigenen Staates fernzuhalten. Das kriegt man nicht so ganz. Ja, es gibt aber einen Zusammenhang oder auch eine innere Logik, weil die Regierung stand ja insbesondere in dieser ersten Legislaturperiode unter permanentem Druck einer sehr starken Opposition. Und da wurde auch suggeriert, dass diese Öffnung nach Osten und die Entspannungspolitik, dass das auch zu einer Auflösung im Innern der Bundesrepublik, nicht auch, sondern zu einer Auflösung im Innern der Bundesrepublik führen würde. Nicht? Und sozusagen, also das spielte schon eine Rolle, diese Verteidigungssituation. Wie gesagt, also das ist und bleibt kritikwürdig. Und gut, der ist dann, hat er nicht viel drauf rumgeritten, aber er würde wahrscheinlich, ich bin ja immer vorsichtig, was er tun würde, wenn er noch da wäre. Andere Leute sind immer ganz sicher, aber ich sag mal, wir wissen es nicht, aber in dem Fall bin ich relativ sicher, dass er uns nicht widersprechen würde. Aber vielleicht darf ich noch sagen, ja, also natürlich war ich dagegen schon deswegen, weil ich auch selber dann zu der Zeit, als ich Universitätsassistent wurde, Mitte der 70er Jahre, auch Gegenstand so einer oder Objekt so einer Befragung, nicht, in der Regelanhörung wurde, und da gab es dann auch Erkenntnisse des Verfassungsschutzes und so weiter und so fort, und eigentlich habe ich
also ich konnte die Dinge, also der Spiegel schrieb dann, er ist geschlagen und geschickt, also ich habe dann nichts geleugnet oder irgendwas, aber nun waren das auch Dinge, die noch die Jahre zurücklagen. Also da, und wir sagten dann auch Leute, also die, wenn man in der Schulbehörde wurde, man eher inquisitorisch gefragt. Nicht? Da war das so, ich konnte sogar einen Rechtsanwalt mitbringen. Also so war das generell an der Uni damals. Und, aber ich will nur sagen, also die Problematik ist mir sehr gut bekannt. Ich habe mich selber auch mehrfach also für Leute eingesetzt, die dann auch, wenn ich überhaupt nicht sonst mit ihnen einverstanden war, mit ihren spezifischen linken Positionen, habe ich schon immer auch mal versucht, für Leute was zu tun. Ich mache mal einen Sprung in die 90er Jahre, weil wenn man das Buch liest, und wir wollen ja auch sprechen über die heutige Situation, dann schreiben Sie eigentlich sehr schön, wie in den 90er Jahren im Grunde die Wurzeln damals entstanden sind für die Situation, in der die SPD heute ist. Und auch das ist ja auf den ersten Blick nicht so ganz, ja, etwas überraschend. Das war die erste rot-grüne Koalition auf Bundesebene damals und auch die ist ja mit einem gewissen Reformimpuls angetreten, genauso wie die sozialliberale Koalition damals 1969. Sie beschreiben aber in dem Buch ja sehr schön, dass es eigentlich genau in dieser Zeit, also in der Regierungszeit von Schröder und Fischer, ja genau die Maßnahmen getroffen worden sind, die dann zu einer, ja, zu einem nachhaltigen Bruch geführt haben, auch der SPD mit ihrer bisherigen Wählerschaft. Und dieser Bruch, der wirkt eben, das zeigen Sie in dem Buch ja auch, bis heute nach. Interessant zum Beispiel fand ich, dass Sie sagen, und das ist irgendwie im öffentlichen Bewusstsein gar nicht so vorhanden, gerade in der rot-grünen Koalition ist man also sozusagen dem internationalen Kapital damals am weitesten entgegengekommen. Ich hatte also alle möglichen Steuererleichterungen gemacht für bestimmte Investoren, ja, hat also ja, auch Trusts und andere große Kapitalgesellschaften begünstigt. Und auch das hat dann zu einem gewissen Bruch geführt. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen? Ja, natürlich. Also, wir haben ja in den späten 70er Jahren die Anfänge dessen, was man dann als finanzgesteuerten Kapitalismus oder auch neoliberalen Pfad benannt hat. In Deutschland ging dieser Prozess aber sehr zögernd vor sich. Das hing auch mit diesem Modell wie dieser kooperativen, dieses sogenannten rheinischen Kapitalismus zusammen. Und da in der Tat, also es waren einige Schritte schon vorher gegangen worden, aber wesentliche Entscheidungen sind dann in der Tat erst in den Jahren um 2000 und auch schon vor der Agenda 2010, aber dann auch infolgedessen. Das groteskeste Beispiel ist, ich weiß nicht, ob Sie sich alle noch erinnern, es gab einen Ausbruch, eine emotionale Äußerung von Franz Müntefering, den ich in mancher Hinsicht durchaus schätze, aber wo er sagte, also sie sich empörte über diese Heuschrecken, die da durch die Welt gehen. Aber sozusagen einige Zeit vorher war ein Gesetz zur Erleichterung dieser Investmentfonds zu ihrem Agieren gemacht worden, von dieser Regierung. Und, also von Rot-Grün. Von Rot-Grün, ja, ich meine, das Vorbild, wo das noch weiter getrieben wurde, war New Labour in England. Und da
das, was man in beiden Parteien beobachten konnte, war, dass es schon frühzeitig abweichende und auch widersprechende Stimmen gab, eben nicht nur von der Partei Linken, sondern auch von richtigen antikommunistischen Hardlinern, die aber halt die traditionelle sozialdemokratische Programmatik und Politik im Sinn hatten. Und da gab es früh schon Äußerungen, etwa von Hans-Jochen Vogel und anderen, die gewarnt haben, waren so, immer so loyal, dass sie nicht jetzt öffentlich jetzt das so in einer Weise vorgebracht haben, die man dann hätte gegen die Partei. Aber das Interessante ist ja wirklich, dass in den 16 Jahren der Regierung Kohl, ja, Kohl so etwas nicht gemacht hat. Er hat tatsächlich solche Steuerbefreiungen nicht gemacht. Aber dann sind sie eben gemacht worden von Schröder etc. Wie kann man sich sowas erklären? Also auch, auch die, also man muss, erstmal muss man sagen, dass es auch unter der Kohl-Regierung gab es Auseinandersetzungen mit den Gewerkschaften. Lohnfortzahlung und Krankheitsfall. Also da, das war durchaus nicht so, aber es ist richtig in einigen Punkten, ob das sein Instinkt war. Ich meine, auch in der CDU gab es immer diesen Arbeitnehmerflügel und die Leute waren nicht völlig einflusslos und Kohl hatte einen politischen Instinkt. Dann muss man bedenken, dass heutzutage ja auch in den Mitte-Rechts-Parteien die Wählerschaft rein quantitativ zum überwiegenden Teil aus abhängig Beschäftigten besteht. Und diese Gesichtspunkte zusammengenommen, würde ich vermuten, dass das eine Rolle spielt und wir wissen ja, wir kennen ja die Auseinandersetzung, oder ich nehme an, die meisten werden sich erinnern an die Auseinandersetzung in den 90er Jahren innerhalb der Sozialdemokratie, wo halt Gerhard Schröder dann doch als wirtschaftsfreundlicher, wirtschaftsfreundlich heißt übersetzt immer kapitalfreundlicher, sozusagen Lafontaine, dann der Widerpart und Scharping, so der Traditionalist. Der Schröder hat sich bewusst auch so dann in Szene gesetzt und er hatte dann auch in den Grünen einen Koalitionspartner. Das darf man ja nicht ganz vergessen. Also es war keineswegs so, dass die Grünen da gebremst haben. Das war halt die Vorstellung, man könnte so etwas wie einen progressiven Neoliberalismus machen. Ne? Also natürlich, man hat eine Reihe von Erleichterungen im kulturellen Feld gemacht oder Diskriminierung von Gruppen beseitigt und so weiter. Was die gesellschaftspolitischen Kernbereiche betrifft, hat man tatsächlich die Büchse der Pandora so richtig geöffnet. Der entscheidende Schritt, das schreiben Sie dann in Ihrem Buch ja auch, sind die Hartz-Reformen. Und im Grunde sagen Sie, die SPD hat sich von diesen Hartz-Reformen bis heute nicht erholt. Das heißt, also das, was wir heute erleben, diesen extremen Vertrauensverlust, den wir heute erleben, der also dazu führt, dass also jetzt beispielsweise in Sachsen die SPD um die 5%-Hürde kämpft in den Umfragen und dass eben bundesweit die Partei gerade noch bei 13% ist. Dieser Vertrauensverlust wurzelt im Grunde in diesen Hartz-Gesetzen. Kann man das so sagen? Also ich würde das so sagen.
Und das ist nicht nur, wie das manchmal gesagt wird, eine Sache, dass das nicht ordentlich kommuniziert wurde, sondern es geht auch um die Substanz. Und das, wir haben ja Umfragen und die sind ziemlich konstant über die Jahrzehnte, wo die ungefähr 3/4 der Bevölkerung sagt, sie wollen einen stabilen Sozialstaat und sie sind gegen den neoliberalen Pfad. Ja, und das kann man dann sicher die Frage stellen, das ist dann ja auch abgestraft worden. Also die Parteien, wenn man so will, rechts von der SPD, wollten ja viel weiter gehen darin. Aber es gibt halt immer, es gibt immer zwei Aspekte, die nicht in der Darstellung nicht immer auseinandergehalten werden. Das, was man als Richtungskritik bezeichnen könnte und das, was man als Leistungskritik bezeichnen könnte. Nicht? Also wenn die Leute das Gefühl haben, die wurschteln da nur rum, was leicht passiert, wenn drei Parteien an der Regierung sind, die einfach nicht zusammenkommen im Inhaltlichen, dann entsteht halt dieser Eindruck, das ist auch leistungsmäßig unterm Strich. Aber die Richtungskritik ist nochmal etwas anderes. Und Sie beschreiben ja auch eine Partei, die sich inhaltlich und auch von ihren Mitgliedern her, von ihren Funktionären her, sehr weit von der Bevölkerung heute entfernt hat. Die also im Grunde aus Funktionären besteht, die mit dem Alltag der Menschen in Deutschland heute nichts mehr zu tun haben. Ist das so? Also das ist weitgehend so, und zwar je höher man in der Parteihierarchie kommt. Es gibt ja diese flapsige Bemerkung über Politiker, jüngere Politiker, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Es ist natürlich eine Gemeinheit, aber die ist nicht ganz verkehrt. Also da wo ich es beobachten kann, und das sind jetzt tatsächlich in Grenzen. Alle Parteien, mit Ausnahme der AfD, da sind meine Beziehungen nicht so gut, dass die das gleiche Problem haben, mehr oder weniger. Wobei ich nicht sagen, also ich mache den einzelnen jungen Menschen, also Jungen aus meiner Perspektive sind ja in der Regel keine 20-Jährigen, keine Vorwürfe, aber es ist halt so, wer interessiert ist und den Ehrgeiz hat, macht dann frühzeitig ein Praktikum bei einem Bundestagsabgeordneten und dann rutscht man gewissermaßen in diese Funktion rein und unter Umständen hat man dann ein bedeutendes Amt, bevor man jemals in seinem Leben einen ordentlichen Beruf ausgeübt hat. Also im normalen Arbeitsleben war, das wollte ich sagen. Und das ist natürlich ein Nachteil, wenn man einfach das nicht kennengelernt hat. Ich meine, früher, wenn ich das nur noch sagen darf, also in den 60er, auch noch 70er Jahren, da gab es halt in der sozialdemokratischen Fraktion noch viele, die hatten an der Werkbank gestanden. Das heißt, der Kontakt zur arbeitenden Bevölkerung ist verloren gegangen. Ja, so kann man es sagen. Das sagen ja auch alle Analysen. Das ist ja keine originelle Feststellung. Und ich meine es auch nicht moralisierend. Das hat viele Gründe. Auch dass die Politik sehr viel mehr professionalisiert ist, als es mal war. Nur, was wir in der Mitgliedschaft erlebt haben, das beginnt schon in den 70er Jahren, und da spielen die
immer viel gescholtenen 68er, die da alles durcheinander gebracht hätten. Nur eine Rolle, aber nicht die entscheidende. Das war einfach dann, neue Gruppen strömten in die Partei und je höher man in die Hierarchie ging, desto geringer, ich sage jetzt gar nicht nur die Arbeiter, sondern der normale Arbeitnehmer, ja, desto geringer war dessen Präsenz. Und das hat sich immer weiter verstärkt bis heute. Also man versuche mal in der Organisation der Jungsozialisten einen Lehrling oder Jungarbeiter zu finden. Da muss man mit der Lupe suchen. Bei den jungen Arbeitern, bei den Lehrlingen, das sieht man ja, ist die AfD mittlerweile schon längst die stärkste Partei geworden. Das ist nun ein Prozess, das sollte man relativierend dazu sagen, das macht es nicht besser, klar, der europaweit ist. Also ne, das ist die Sozialdemokratie in ganz Europa hat ähnliche Probleme, mehr oder weniger. Ich will aber noch mal ein bisschen auf den Zustand des Landes kommen. Sie stützen sich ja auf Daten unter anderem der Friedrich-Ebert-Stiftung, in deren Vorstand Sie ja auch sind. Und man kann sagen, Sie beschreiben Deutschland als ein zutiefst sozial gespaltenes Land. Es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die immer reicher werden. Es gibt immer mehr Leute, die sozusagen aus dem Mittelstand herausfallen, also ökonomisch, oder aber die dagegen kämpfen, aus dem Mittelstand herauszufallen, die also auch Angst haben, ja, sozusagen in die Armut zu fallen. Das ist richtig. Ich meine, auch selbst in den in Anführungszeichen besten Jahren war die Bundesrepublik sozial kein ausgeglichenes Land. Aber es hat sich verschärft. Und ich meine, die Superreichen, das ist das oberste Promille, nicht mal ein Prozent. Aber sagen wir mal, wir können das für alle Gruppen zeigen, die obersten 10% profitieren am meisten, innerhalb der obersten 10% profitieren die 10% davon wieder das am meisten. Also das ist tatsächlich so. Sozialdemokrat, da hat man zu mir gesagt, was ist der größte Lügner? Der Durchschnitt. Also, ne, also na klar, wenn Deutschland im Durchschnitt ist ein sehr reiches Land, aber das ist ja nicht sozusagen der Bezugspunkt oder darf nicht der einzige Bezugspunkt sein. Und die soziale Polarisierung, das sage ich lieber als Verarmung, weil es in der Regel ja nicht um absoluten Verarmungsprozess geht, das gibt es auch, aber so und die soziale Polarisierung hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm verschärft und insbesondere eben im Gefolge dieser sogenannten Reformen. Nun will ich eins noch, wenn ich das darf, also wenn ich nur das noch mal sagen darf. Also es war ja nicht die reine Willkür. Das Problem war, dass in den 70er Jahren tatsächlich eine Situation eingetreten ist, wo man die Mechanismen und die Methoden, die großenteils ja vom Keynesianismus abgeleitet worden sind, wo die nicht mehr so gegriffen haben. Also Stichwort Stagflation, gleichzeitiges langsames Wachstum mit inflationären Tendenzen. Und das war die Situation, in der dann diese Lehren von der befreienden Wirkung des Marktes, der Wegnahme aller Hemmungen und Hindernisse dann sozusagen erstmal sich entfalten konnten. Nun inzwischen ist das auch entzaubert. Die Hartz-Reformen haben ja damals ganz wesentlich dazu beigetragen, dass eine neue Partei auf die Bühne getreten ist. Die Linke hat sich damals gegründet. Viele sind aus der SPD raus, waren sehr enttäuscht, waren verbittert.
haben dann die Linke gegründet. Jetzt erleben wir aber, dass auch diese Partei wieder zerfällt. Das heißt, es hat eine gewisse Phase gegeben, in der die Linke eine ziemliche Attraktion, eine Anziehungskraft entwickelt hat für viele Menschen, gerade im Osten. Und jetzt erleben wir aber, dass diese Anziehungskraft gerade im Osten, aber auch in den westlichen Bundesländern dramatisch nachlässt. Wir haben jetzt diesen Abspaltungsprozess, gerade hat sich diese neue Partei um Sarah Wagenknecht gegründet, die jetzt hier antreten wird bei der Europawahl, die antreten will. Da muss man jetzt gucken, ob sie es schafft, auch organisatorisch bei den Landtagswahlen in diesem Jahr anzutreten. Und die am Ende als Fernziel natürlich erklärt hat, die Bundestagswahl 2025. Wie lässt sich dieser Prozess erklären? Wie kommt es dazu, dass dann auch die Linke plötzlich wieder an Anziehungskraft so verliert? Also die Linke als Partei. Schon die Vorgängerpartei der Linken, die PDS, hatte es geschafft, in den neuen Bundesländern sich zu etablieren als quasi Volkspartei. Das hing natürlich mit den ganzen Umbrüchen zusammen, die im Gefolge des spezifischen Einigungskurses, sage ich jetzt mal, der Regierung Kohl damals sich breit machten, und sie hat das hat dann die Partei Die Linke nochmal verstärkt, also als sie ihren Höhepunkt hatten bei der Bundestagswahl 2013, hatte sie in den Ostländern einen Wert von etwa 30%. Das war der Höhepunkt. Also ich sage jetzt mal etwas flapsig. Also die Linke hat sich dadurch ruiniert, dass sie sich an, ich betone jetzt, ein westdeutsches, linksalternatives und linksgrünes Milieu angepasst hat, statt mit den Pfunden zu wuchern, die sie hatten. Und das hat die Partei ruiniert. In gewisser Weise Ähnliches, wie wir es über die SPD gesagt haben. Sie hat sich ihrer Klientel entfremdet. Und wie das weitergeht, kann ich nicht sagen. Also man weiß ja auch noch nicht ganz genau, was der Wagenknecht-Partei, also Bündnis Sarah Wagenknecht, wie sich das dann tatsächlich niederschlagen wird im Kurs der Partei. Ich glaube, dass sie eins, also dieses, was ich gerade gesagt habe, das hat sie kapiert, sage ich jetzt mal. Und sie hat auch verstanden, dass ein beträchtlicher Teil der AfD-Stimmen Proteststimmen sind. Aber was rauskommt, wir haben kürzlich mal zusammengesessen mit einigen Leuten, und dann sagte einer, jetzt tipp mal, wie bei der nächsten Bundestagswahl die Wagenknecht-Partei abschneidet. Und dann, die Schätzungen bewegten sich zwischen 4,5 und 15%. Es gibt ja auch Umfragen, also es gibt ja ganz unterschiedliche Umfragen. Die einen sagen 2% bundesweit, die anderen sagen 14% bundesweit. Auch das ist ja ein sehr weites Feld. Ja, das kommt auch daher, dass ja so Fragen gestellt wie wir werden, wie können Sie sich vorstellen, die Partei zu wählen? Wie das am Ende rauskommt, wissen wir nicht. Aber hat auch keinen Zweck jetzt darüber zu reden. Kommen wir nochmal auf die SPD zurück. Immerhin die SPD zu wählen, jawohl, das ist noch das genau. Thema. Kommen wir nochmal gerade auf die SPD zurück. Ich bin ja nur Mitglied der Partei, und ja. Das wäre ja etwas merkwürdig, wenn man in einer Partei Mitglied ist und sie nicht wählt. Also es ist
gibt zwar das Geheimnis der Kabine, aber ja. Aber kann es sein, ich sag mal, das ist ja die älteste Partei, die wir haben, das kann man ja hier alles in dem Buch nachlesen, kann es einfach sein, dass die, ich sag mal, historische Rolle der SPD ausgespielt ist, dass jetzt einfach Schluss ist mit der Partei, dass die sich in den nächsten Jahren langsam auflösen wird, dass sie diffundiert sozusagen? Ja, oder nur als organisatorische Hülle weiter existiert. Also das, dafür gibt es ja Beispiele. Wir haben ja sozialdemokratische Parteien in Europa, die fast zur Bedeutungslosigkeit, in die Bedeutungslosigkeit abgesunken sind. Also ich schließe das nicht aus. Wir haben in Italien damals in der Frühzeit von Berlusconi erlebt, etwa, dass die christdemokratische Partei sich pulverisiert hat. Also so etwas kann schon passieren. Da würde ich nur sagen, da hängt es ein bisschen auch von dem Subjekt ab. Also sprich in dem Fall, ob die Partei imstande ist, nochmal eine spezifische Rolle zu finden, wiederzufinden, die eine andere ist als eine beliebige Partei. Und da würde ich sagen, da ist noch ein Fragezeichen dahinter. Ich meine, wenn ich nur das noch sagen darf, also mich hat das schon etwas irritiert, dass nach der letzten Bundestagswahl dieses Ergebnis sozusagen als ein grandioser Sieg dargestellt wurde. Also na gut, heute mit 5, 6 Parteien, vielleicht demnächst 7, wird es keine 40% Ergebnisse mehr geben. Aber das war von vornherein eine irreale Sicht der Dinge. Und wenn man auch vielleicht der Partei zugutehalten kann, dass die Dramatik der Situation, wie sie sich dann entwickelt, auch mit dem Krieg im Osten und so weiter, noch nicht abzusehen war, aber das es gibt keine realistische Wahrnehmung dessen, worauf man reagieren muss, worin man intervenieren muss, was man verändern muss. Aber gibt es denn noch eine Chance für die SPD? Was müsste die Partei denn tun aus ihrer Sicht, um überhaupt wieder Vertrauen wiedergewinnen zu können bei den Menschen? Das ist ja das Kapital, was verloren gegangen ist. Das Vertrauen ist weg. So, jetzt wollen wir gar nicht über einzelne Personen reden, wie den Kanzler oder so. Sondern bleiben wir mal bei den Inhalten. Was könnte denn die Partei überhaupt tun, um bei den Menschen wieder Vertrauen zurückzugewinnen? Also ich denke, es wäre hilfreich, wenn sie eine selbstkritische Auseinandersetzung über das ganze Kapitel Agenda, eine öffentliche Auseinandersetzung führen würde. Es ist ja einiges korrigiert worden inzwischen, aber das ist etwas, das wie ein Klotz da liegt. Die Vorstellung, da muss meines Erachtens ein geistiger Schnitt stattfinden. Oder es wäre wünschenswert, dass das so wäre. Und ansonsten denke ich, dass das ist ja auch etwas, was ich habe nur gezögert, es zu sagen, weil man es aus unterschiedlichen Richtungen mit unterschiedlichem Akzent hört. Es muss wieder, die Leute müssen wieder das
Gefühl haben, das ist die Partei der stinknormalen Leute, also der Masse der Arbeitnehmer und der Kleinselbstständigen. Und also in diesem Sinne eine Volkspartei. Wir haben ja jetzt im Moment die großen Demonstrationen gegen rechts, die ja doch mehr Leute mobilisieren auf jeden Fall, als es früher der Fall war. Könnte da ein Weg liegen für die SPD, dass sie sich da entschieden sozusagen an die Spitze der Bewegung setzt? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es nicht, ob das Problem lösen würde. Also jetzt unabhängig von der Frage, ob es richtig oder falsch wäre. Ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, auch in dieser Auseinandersetzung geht es nicht, fast hätte ich gesagt, nicht mit rechten Dingen zu. Also ich erzähle mal eine Anekdote. Bei dem letzten Parteijubiläum, also 150, da wurde im Internet eine Parole veröffentlicht von der SPD. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Seit 150 Jahren gegen den Faschismus. Und das ist eine Kunst, in den 1860er Jahren schon gegen den Faschismus zu nennen. Also das zeigte nun, dass man die Leute, sage ich, werden nicht Mann, sondern die Personen, die das formuliert haben, hatten offenbar nicht die geringste Vorstellung von der reichhaltigen Geschichte der Partei. Nicht, dass ich finde, dass sie alle Parteihistoriker werden, sondern sozusagen, es war so jenseits dessen. Und war möglicherweise eine Werbeagentur, die dafür das sehr guten Zwang auch das sehr wäre, guten Zwang hielt. Auch das wäre bezeichnet. Ja, natürlich. Wenn es eine Werbeagentur formuliert hätte. Weil die Werbeagenturen spielen da eine sehr große Rolle. Ja, also sagen wir mal, ich will es mal so formulieren. Ich finde ja gut, dass so viele Leute jetzt sich engagieren an der Stelle und man sieht, also sozusagen buchstäblich, dass nicht alle jetzt resigniert zugucken. Also das ist ja positiv, aber ich wäre nicht sicher, ob die SPD, so wie sie heute ist, imstande wäre, in so einer Bewegung die richtigen Akzente zu setzen. Und warum nicht? Also ich habe mich ja vorsichtig ausgedrückt, ich wäre nicht sicher. Also weil ich habe das Gefühl, dass die Art der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus, das betrifft nicht nur die SPD, betrifft noch mehr die Grünen, die Art der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus sozusagen eine moralisierende ist, die hilflos, also wenn ich schon höre, dann Menschen verachten, natürlich ist Menschen verachten, aber man muss eigentlich versuchen, irgendwie an den Problemen der Menschen anzusetzen und was man nicht. Und das Schlimmste ist der erhobene Zeigefinger. Also das geht immer nach hinten los und fast hätte ich gedacht, zu Recht. Das heißt, es geht also eigentlich nicht so sehr um Inhalte, sondern es geht mehr um Moral. Ja, also das wäre das, was man kritisieren sollte. Genau. Ja. Also das denke ich schon. Sehr viele Probleme werden moralisiert und das ist von Übel. Peter Pfand, herzlichen Dank. Ich mache jetzt einfach an der Stelle mal einen Schnitt. Wir können hier natürlich noch stundenlang weiterreden. Aber wir haben ja hier nun wirklich ein tolles Haus. Und ich denke mal, es gibt viele Fragen, Anmerkungen zu dem, was Sie bisher gehört haben. Dann wäre jetzt die Gelegenheit, der Gerd hat das Mikro. Ja, bitte ins Mikro sprechen, weil sonst wird es hier nicht alles verstanden. Ich bin irgendwie durch, da hinten war die erste Wandleitung. Aber wir harmonieren auch, wir machen das jetzt hier.
über irgendein Also, meine Frage bezieht sich auch ein bisschen auf das Ende. Da ging es ja um den Punkt, wie man die SPD wieder aufbauen könnte. Und da haben Sie eine Aufarbeitung der Agenda 2010 angesprochen. Die Agenda 2010, die wurde in einem Jahr beschlossen. Da konnte ich so gerade krabbeln, daran erinnere ich mich kaum. Woran ich mich erinnere, sind 15 Jahre öffentliche Diskussion über dieses Thema. Und dass keiner in meinem Alter oder sehr wenige noch richtig von der SPD angesprochen sind. Deshalb wäre es nicht besser, um die Partei langfristig mal wieder auf vorn zu bringen, Themen anzusprechen, wo... Also ich habe vor ein paar Jahren in der Kinderbetreuung gearbeitet, da sind die Kinder jetzt so 14, 15, politisieren sich langsam. Ich glaube, die wissen nicht mal, was die Agenda 2010 ist. Also... Und wenn man es mitkriegt, dann immer nur, weil bei irgendeiner SPD-Parteivorsitzdebatte das Thema wieder aufkommt. Und deshalb, ich kenne dieses Thema eigentlich nur als eine nervige Sache, die nicht abgehakt wird. Und man kann ja probieren, die Probleme der Agenda 2010, Hartz IV und so weiter zu reformieren, aber man kann das doch einfach machen, ohne die ganze Zeit über die Agenda 2010 zu sprechen. Weil ich glaube, das Thema, mich als so ein Menschen spricht das, glaube ich, nicht mehr an. Und ich glaube, die allermeisten Leute, die damit angesprochen werden, die wählen heutzutage eh schon AfD. Willst du direkt dazu sagen? Nur einen Satz sagen. Also, das ist ja kein Naturgesetz, dass Menschen AfD wählen. Also, vielleicht lässt sich ja daran auch nochmal was ändern. Und ich denke, in einem würde ich Ihnen recht geben. Also es geht nicht in erster Linie jetzt um eine Bearbeitung der Vergangenheit, sondern wenn man über die Vergangenheit spricht, dann deswegen, um den Boden zu bereiten, wieder für einen eventuellen Neuanfang. Herr Brandt, ich bin mir sicher, dass aufgrund Ihrer Familiengeschichte und alles Sie eine recht gute Einschätzung und Meinung darüber haben, warum die SPD heute immer weniger Prozent und auch zukünftige Landtagswahlen auch im Osten. Die Frage ist doch, was muss man mal oder was sagen Sie, was muss man machen, damit das wieder anders wird? Liegt das an Personen? Liegt das am Programm? Woran liegt das? Das ist doch der Punkt. Ich weiß, früher war auch Agenda oder so, das wissen die meisten nicht. Und es ist so traurig zu sehen, dass eine Partei, die so viel gemacht hat, heute so wenig noch darstellt. Also ehrlich gesagt, ich dachte, darüber hätten wir gesprochen. ohne dass ich jetzt sagen wollte, das ist der Stein der Weisen, den wir da hervorgeholt haben. Also es ist ja, immerhin kann man ja vielleicht mal einen etwas anderen Akzent zu setzen. Also die Tatsache, dass die SPD bei der letzten Bundestagswahl immerhin es geschafft hat, auf niedrigem Niveau die stärkste Partei, also wählerstärkste Partei zu werden, zeigt ja, dass das Ganze nicht völlig unumkehrbar ist. Also da kann man was bewegen. Warum das jetzt an der Stelle so ist, wäre wieder eine eigene Diskussion, die finde ich auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Sie war auch schon früher mal in solchen Umfragewerten, wie sie jetzt ist, ich will nur sagen, also es ist kein Naturgesetz, dass das jetzt von Jahr zu Jahr oder so immer schlechter wird, aber In der Frage steckt ja auch nochmal die andere Frage, die haben wir vorhin nur so gestreift, deswegen stelle ich Sie nochmal, ob es auch wirklich etwas mit dem handelnden Personal zu tun hat. Würde das jetzt wirklich was bringen, wenn
der Bundeskanzler nicht Olaf Scholz wäre, wenn er nicht so kommunizieren würde, wie er kommuniziert, nämlich gar nicht, würde ein, ich sag's mal etwas pauschaler, würde ein Austausch von Personen aus Ihrer Sicht etwas bewirken? Also, hier muss ich ja mal vorsichtig sein, aus Loyalitätsgründen. Aber nein, Scherz beiseite. Also, wir sollten uns daran erinnern, dass Olaf Scholz vor der letzten Bundestagswahl ausgesprochen populär war. Ein vertrauenswürdiger, also ne, so wie. Der das schon irgendwie regelt, nicht viel Worte macht, aber so, das passt nur nicht ganz in die gegenwärtige innere und äußere Situation der Bundesrepublik. Also eins müssen wir doch mal auch gerechtigkeitshalber sagen. Oft wird ja geklagt, dass man nicht mehr diese kernigen Typen hat. Nun muss man natürlich sagen, diese Generation hatte auch einen anderen Lebensweg. Die sind anders gehärtet worden. Ob sie jetzt Wehrmachtssoldaten waren oder ob sie im Gefängnis saßen oder im Exil waren, aber das waren natürlich andere Lebenswege. Und also ich finde, das kriegen wir nicht wieder, um das mal so zu sagen. Der populärste Politiker im Moment in den Meinungsumfragen ist Bundesverteidigungsminister Pistorius. Der Mann, der also sagt, die Bundesrepublik muss kriegstüchtig werden, wir müssen wieder lernen zu kämpfen. In 5 Jahren müssen wir mit einem Angriff Russlands auf die Grenzen der NATO rechnen. Trotzdem ist der Mann unglaublich populär. Also führt mit weitem Abstand die Liste der beliebten Politiker an. Ja, das ist, also wenn er gesagt hätte, einsatzfähig, dann könnte man sagen, eine Armee, die nicht einsatzfähig ist, kann man abschaffen. Aber kriegstüchtig ist natürlich ein Akzent, der auch bewusst gewählt ist, der schon bemerkenswert ist. Und das ist einer dieser Widersprüche, die man nicht erst seit gestern hat. Also Ende der 50er Jahre haben 80% der Bundesdeutschen sich gegen die Stationierung von Atomwaffen auf deutschem Boden ausgesprochen. Und das hat der CDU nicht wesentlich geschadet. Übrigens auch unter den Wählern der CDU/CSU. Das hat denen nicht wesentlich geschadet. Es gibt so verschiedene Beispiele und das heißt, offenbar gibt es andere Aspekte, die noch wichtiger sind. Und, also, was ist denn noch wichtiger bei einem Typ wie Pistorius offenbar? Ja, er wirkt zupackend und vermittelt so den Eindruck, der weiß, wo es lang geht und kann auch ab und zu das mal erläutern. Also so, meine, es ist ein bisschen, also ist jetzt nicht besonders tiefsinnig, aber so in diese Richtung geht das. Also diese Widersprüche, die hat man tatsächlich häufig, wo man sagt, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Nicht damals Atomwaffen, Ende der 50er Jahre, also Stationierung von amerikanischen Atomwaffen. Da gab es für die Leute eben noch was anderes, was wichtiger war. Und so wäre jetzt meine Vermutung, denn in der Tat passt es ja mit anderen Umfragen nicht so richtig überein. Naja, er steht ja, ich sage mal, er steht ja auch für eine Militarisierung tatsächlich, ne, die er auch ganz offensiv betreibt. Er steht für eine Militarisierung der Gesellschaft. Ja. Aber das wird offenbar nicht wahrgenommen, oder? Also, ich kann mir es nur so erklären, dass es gehört, aber nicht wahrgenommen wird. Ich bin seit 15 Jahren nicht mehr Mitglied der SPD.
vor 10 Jahren rief meine Tochter an, Papa, sei mal nicht böse, ich bin in die SPD eingetreten. Ich sage, du bist mein erster Bündnispartner. Aber was ich festgestellt habe, das muss man wahrnehmen und muss stärken. Der Klaus Jürgen, ich hätte nie gedacht, dass der Klaus Jürgen Gopfert mal ein Buch über meine 170 Streiks gemacht hat. Und die größten Träger bei aller Kritik waren sozialdemokratische Betriebsräte. Waren sozialdemokratische Betriebsräte, die sich als Sozialdemokrat für die Demokratie im Betrieb eingesetzt hat. Wo ich jetzt erschrocken war, deshalb ist die Betriebsarbeit so wichtiger denn je. Ich war 37 Jahre Gewerkschaftssekretär, ich habe abgelehnt Arbeitsgericht, ich habe abgelehnt Aufsichtsrat. Und die Betriebsarbeit war nie eine Freudenveranstaltung. Die Diskussionen in der Kantine mit den Kollegen. Ne? Aber wir haben es dann auch immer geschafft, dass die Kollegen hinter uns waren. Hier sitzen zwei Betriebsräte, die bei Binding mit mir den Kampf geführt haben. Das waren nicht einfach, sich mit Oetker anzulegen. Und da sehe ich meine Hoffnung drin. Ist richtig, Klaus Jürgen und Peter, wir haben eben noch gesagt, das wird ja weitergehen mit der Rechtsauseinandersetzung. Die Krisen kommen ja. Und wir müssen aus der Geschichte gelernt haben, 1933, 2 Tage vor der Machtergreifung, waren 150.000 am Opernplatz. Aber wo es darauf ankam, dann im Betrieb die Arbeit niederzulegen, ist nicht gekommen. Da müssen wir darauf vorbereitet sein. Und ich bitte euch alle jetzt mal zum Schluss genau hinzuhören. Und alle, die dann Beifall klatschen, will ich hier am 29. Januar im Club Voltaire sehen. Wir verteidigen die Demokratie der Beschäftigten der Frankfurter Rundschau. Als ich vor 4 Wochen, ich bin mittlerweile 75, durch den Gewerkschaftshaus gegangen bin, und das macht mir Mut, eine junge sozialdemokratische Gewerkschaftssekretärin, ich sage, wo machst du denn Randale? Bei der Frankfurter Rundschau. Nun kenne ich den Klaus Jürgen, ich weiß, dass die Rundschau-Redakteure keinen Tarifvertrag haben. Der 6 reichste Mann in der Republik, Itten, hat gesagt, er schließt eher die Rundschau, als dass er einen Tarifvertrag macht. Und dann haben die gesagt, wir wollen morgen streiken. Sagt, darf ich dir helfen? Dann bin ich hin und habe mich zurückgehalten, habe mein Transparent mit, mein Megafon, und da haben sie gesagt, Jürgen, sag du doch was. Und da sind wir mit den Parolen, wer heute sagt, zum Kampf um Nein rein. Und was macht der Herr Ippen? Er hat 3 junge Studenten, die ihr Studium zu Ende waren, froh waren, dass sie bei der Rundschau waren, in der Probezeit rausgeschmissen. Jetzt ist Angst. Und wer die Kritik an den herrschenden Verhältnissen mit mir teilt, ist nächste Woche hier bei der Solidaritätsveranstaltung. Das muss genauso gerappelt voll sein, wie ihr zu Ehren von Peter Brandt da seid. Dann hoffe ich, wenn Sozialdemokraten sich einsetzen, das ist für mich die Hoffnung. Ich bin in der Linken, und was der Peter gesagt hat, wir müssen die betrieblichen Kollegen ihre Probleme zu unseren machen. Ich fordere euch auf, nächsten Montag 19 Uhr hier. Danke. Bravo. Ich möchte anschließen mit einer Frage zum Verhältnis von Sozialdemokratie und SPD. Wenn man in die Anfangszeit der Sozialdemokratie zurückgeht, ins 19. Jahrhundert, dann war auf der einen Seite ja die Partei, die Abgeordnete in den Parlamenten hatte, und auf der anderen Seite war eine Bewegung, die Gewerkschaftsbewegung, die Arbeiterbewegung und so weiter. Und beides war in einem engen Verhältnis zueinander in der Zeit, als die Sozialdemokratie gewachsen ist. Aber das war zu Ende gewissermaßen mit dem Godesberger Programm. Und hat sich mit dem Godesberger Programm dann die Sozialdemokratie nicht ein Grab geschaufelt, indem es sich von der Bewegung, aus der sie hervorgegangen ist, abgekapselt hat? Und ist die Folge davon nicht heute die schlechten Ergebnisse und Prognosen bis auf 13% hinunter
Und wenn man in die Anfangszeit der Sozialdemokratie zurückgeht, dann gab es immer in der Sozialdemokratie unterschiedliche Lager. Am Anfang gab es auf einmal auf der einen Seite die Lassalianer und auf der anderen Seite die Leute um Bebel. Und es gab immer die Leute, die sich an Marx orientiert haben und die nicht. Und in Deutschland war es dann so, dass die Sozialdemokratie irgendwann neben der SPD andere Parteien hervorgebracht haben, wie USPD, KPD und so weiter. Und dann, wenn man die Zwischenkriegszeit überspringt, heute dann selbst die Linkspartei oder die Wagenknecht-Bewegung führen eigentlich alle ihre Vorgänger bis in die Sozialdemokratie hinein. Und wenn man den Namen Trotzki aufgreift, Trotzki war jemand in der russischen Sozialdemokratie, der so hin und her gewandert ist zwischen dem einen Flügel und dem anderen, zwischen Menschewiki und Bolschewiki. Und manchmal war das eine Partei mit zwei Flügeln, die sich nicht vertragen haben, und dann waren das aber wieder zwei Parteien. Also wenn man den Begriff Sozialdemokratie weiterfasst als den der SPD, was wäre daraus heute zu gewinnen? Jetzt sind da hinten Wortmeldungen gewesen und eine ist hier vorne. Also ich gehe, die war noch vor dir, dann warst du dran. Oder du lässt zu, dass die beiden erst und dann du. Ja, okay. Gut. Das Mikro möglichst so halten, dann hört man es besser. Ja, wieder mal in die Gegenwart zurück. Ja. Verlorene Geschichte, vergessen wir. Ich bin Rundschau-Abonnentin seit 100 Jahren, bin 75, aber trotzdem, ja. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass der Mike Josef, unser Oberbürgermeister, bei der Karnevalsveranstaltung von dem Karnevalprinzen, seinem Freund, gewürdigt wurde und als Beispiel, als dafür herhalten musste, dass doch Aufstieg durch Bildung möglich sei, wenn man sich nur anstrengt. Was ein Scheißreck. Ja, wenn wir uns die heutige Lage angucken, nicht nur in Frankfurt, aber Frankfurt mal, könnte die Rundschau auch mal drüber berichten, die Anzahl der Privatschulen, gerade im Grundschulbereich, wir haben eine Ghettoisierung, dass es zum Himmel schreit. Ja, so, das ist das eine. Wo ist die Sozialdemokratie da? Ja, das zweite ist, ich lese auch, 66 Menschen pro Woche müssen wir irgendwie unterbringen an Geflüchteten hier. Ja, fragt sich nur wo, weil alles ist schon voll und irgendwelche Zelte sollen gebaut werden. Da hat man also auch keine Flächen und Turnhallen sind auch nicht ausgeschlossen. So, jetzt kommen wir zurück dazu, dass diese ganze große Demokratieveranstaltung, wo also von A bis Z jeder dabei ist, auch die Industrie. Ich demonstriere nicht mit dem Vertreter der Industrie, der mir morgen wieder sagt, wo mein Mindestlohn steht. Ja? Das ist wunderbar, so ein Schwung und dann mit Oho und Tralala. Der Inhalt fehlt nur. Ja? Setzen sich auseinander mit diesen Positionen und dann geben sie auch eine Antwort darauf, Stichwort Migration, ja, was ist, ja, Sie haben den Thilo Sarrazin ausgeschlossen, der hat schon vor langer Zeit gesagt, ja, also Deutschland schafft sich ab, beziehungsweise irgendwo langs, wir müssen auch mal sehen, wie aufnahmefähig und integrationsfähig wir sind. Ja, ich mache mich hier nicht beliebt damit, aber so sieht's aus. Und fragen Sie mal die Jungen oder fragen Sie mal die Kollegen an den Schulen, was da abgeht. Ja, das sind die wahren Leistungsträger und nicht die ertragsberechtigten und leistungslosen Erben. Und auch das ist das Thema. Wo lese ich das denn mal? Außer bei der Frau Esken, da sagen wir, müssen wir wieder nicht auf den Bierdeckel, aber an eine Steuerreform müssen wir schon mal denken und um die Reichen besteuern. Ja, aber es kommt doch nichts, ja? Also ich sehe ziemlich schwarz und kriegstüchtig, ja. Haben Sie mal die Plakate gesehen, die jetzt geklebt werden, wo man Führungsstärke lernt, nur als junger Mensch, weiblich oder männlich, nur im Militär, ja. Führungskräfte, Führungsstärke lernen Sie da. Ich glaube, es hackt, ja. So.
Also für mich hat die SPD abgewirtschaftet, komplett abgewirtschaftet. Und mit Gerd Schröder ist es nun wirklich, hat sie die Hosen runtergelassen. Der Genosse, der Bosse, ist die Unternehmenssteuern wurden gesenkt, Kapitalertragssteuern gesenkt. Dann wurden, also den, man hat den Reichen das Geld regelrecht hinterhergeworfen. Und dann kam diese dumme Agenda 2010-Politik mit einem ganz verlogenen Narrativ begleitet. Wir wären der kranke Mann Europas gewesen und dank der Agenda 2010 wären wir wieder zum starken Mann geworden. Deutschland war wirtschaftlich stark, sonst hätten wir uns die Wiedervereinigung gar nicht leisten können oder sollen. Und Deutschland hatte genügend Geld. Und diese angebliche Sanierung Deutschlands vom Kranken zum starken Mann ist erfolgt auf dem Buckel der Niedriglöhner. Man hat die schäbigsten Löhne durchgepaukt, es gab noch nicht mal einen Mindestlohn, und nur um die Unternehmen zu stärken. Und das wollte man uns als die große gemeinschaftliche soziale Leistung für dieses Land. Die SPD hat die CDU rechts überholt. Und dann, wozu soll man denn eigentlich dann noch die billige Kopie wählen, die noch besser sein will als das Original? Ja? Und jetzt haben wir 16 Jahre Merkel, waren 12 Jahre Koalition, große Koalition, eigentlich ein Sonderfall, war ein Standardfall, damit wirklich nur noch Politik für die Reichen gemacht wurde. Wozu braucht man dann noch eine SPD? Dann kann man gleich die CDU wählen. Das ist dann wenigstens eine Runde ehrlich, bei Friedrich Merz weiß man, wo man dran ist, bei Olaf Scholz wusste man es nicht. Ja, aber Olaf Scholz ist kein Deut besser. Er hat einer Bank beim Steuerbetrug praktisch in der Strafvereitelung geholfen. Jetzt kann er sich nicht mehr erinnern. Also entweder lügt er oder er ist dement. Und beides taugt nicht zum Bundeskanzler. Also die SPD, die hat wirklich selbst in den letzten 30 Jahren, wo es nur ging, Mist gebaut. Diesen großen Mist gebaut. Okay, waren es deutliche Worte. Wollen wir den Willi noch dran nehmen? Oder? Ja, ich habe zwei Bereiche. Nochmal zurück in die, in dem Sinne, also in die Geschichte. Also jetzt die Außenpolitik von, also von Willy Brandt, die ja unter dem Begriff also Wandel durch Annäherung mehr oder weniger also dargestellt ist. Wie ist eigentlich Ihre Meinung? War das wirklich eine absolut eigenständige deutsche Politik? Jetzt nicht jetzt in Verbindung mit der damaligen Opposition, also jetzt gegen die Interessen der damaligen Opposition, der CDU, sondern war das eigenständig oder hat die USA da auch mitgespielt? Oder war es gegen die Interessen der USA? Das würde mich mal interessieren, wie da Ihre Einschätzung ist und dann von der Zeit, also mit der in Bezug auf die Innenpolitik, unter anderem mit den Berufsverboten, also 72, dann hat da die USA eventuell auch mitgespielt oder war das also alles eigenständige deutsche souveräne Politik? Das ist der Bereich. Und in Bezug auf die Aktualität mit der Friedensbewegung, also Krieg und Frieden, ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung, wo es um diesen Bereich ging, und dann hieß es ja wohl, die AfD ist eine rechte Partei, eine rechtsorientierte Partei. Dann hieß es aber, in Bezug auf die Frage von Krieg und Frieden, steht rechts von dieser AfD die SPD. Und rechts von dieser SPD steht die CDU. Und rechts von dieser CDU steht die FDP. Und ganz weit rechts davon stehen die Grünen. Wie sehen Sie das in Bezug auf die Frage von Krieg und Frieden? So, ja. Teilweise waren das ja Kommentare. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, also ich mache hier keine Werbeveranstaltung für die SPD. Schon gar nicht für den gegenwärtigen Kurs. Aber es waren ja auch Fragen, die gestellt wurden. Vorher will ich aber noch eine Bemerkung machen. Also es sind ja immer noch knapp 400.000 Mitglieder. Es war mal 1 Million. Es sind immer noch 400.000 Mitglieder und ich bin
vor 10 Jahren relativ viel im Land rumgekommen und da habe ich die Erfahrung gemacht, die größte Fraktion in der Sozialdemokratie ist die Fraktion der unzufriedenen Sozialdemokraten, die leider zum großen Teil resigniert haben, zugegebenermaßen überwiegend Ältere, also nicht unbedingt so alt wie ich, aber Ältere gemessen am Bevölkerungsdurchschnitt. Und das war aber für mich sehr lehrreich, weil ich nochmal einen Eindruck davon bekam, was es tatsächlich auch alles noch gibt in dieser Partei. Eine Partei besteht nicht nur aus der Führung und aus der Regierung und der offiziellen Linie. Natürlich kann man die Frage stellen, das, was ich hier andeute, warum schlägt sich das nicht stärker nieder? Es gibt tatsächlich eine breite Resignation bei denen, die nicht glücklich sind, um das mal vorsichtig auszudrücken. Dazu könnte man natürlich auch sehr viel sagen. Aber jetzt zu den Fragen, die gestellt worden sind. In der Tat, der Begriff Sozialdemokratie war um 1900 ein allumfassender Begriff. Da gab es immer unterschiedliche Parteiflügel. Aber auch die in der Frühzeit nannten sich auch die russischen Bolschewiki Sozialdemokraten, in Klammern B. Das ist richtig. Was war nochmal die Frage? Das Verhältnis von Sozialdemokratie im weiteren Sinne zur SPD als Partei. Die heutige SPD steht in der Kontinuität, der historischen Sozialdemokratie, aber auch andere Strömungen stehen in der historischen Abfolge der Sozialdemokratie, daraus ist Verschiedenes, der klassischen Sozialdemokratie, daraus ist Verschiedenes hervorgegangen, aber das muss man im Einzelnen untersuchen. Also da darf ich vielleicht doch nochmal auf das Buch verweisen, was ja eben nicht nur die aktuelle Situation beleuchtet, sondern 160 und mehr Jahre Parteigeschichte. Auch die Fragen der Spaltungen und Abspaltungen. Ich hoffe, es zumindest war jetzt keine Antwort, die ganz daneben lag. Dann war die Frage nach der Ostpolitik und der Frage der Berufsverbote. Richtig. Ob da die USA also irgendwie Einfluss genommen haben. Was die Berufsverbote betrifft, habe ich nie irgendeinen Hinweis darauf, was jetzt Einflussnahme der USA angeht. Nie einen Hinweis darauf gelesen oder gesehen. Was die Ostpolitik betrifft, muss man natürlich sagen, dass in der Tat die USA und die Sowjetunion nach der extremen Zuspitzung während der Kuba-Krise im Oktober 1962, die nun wahrscheinlich die gefährlichste Krise jemals in der ganzen Zeit des Ost-West-Konflikts, einen vorsichtigen Entspannungspolitik auf der Basis des Status quo, man muss immer sagen, in der nördlichen Hemisphäre. Im Süden fanden immer wieder Kriege, Befreiungskriege, Stellvertreterkriege und so weiter statt. Aber man war dann zu dem Ergebnis gekommen, wir müssen dafür sorgen, also die beiden Supermächte, dass wir nicht direkt Krieg gegeneinander führen. Und
das spielte schon eine Rolle, weil ohne diesen Übergang zu einer zunächst mal sehr vorsichtigen Entspannung zwischen den Supermächten hätte wahrscheinlich die sogenannte Neue Ostpolitik nicht realisiert werden können, aber sie ist dann in einer Weise durchgeführt worden, die nicht unproblematisch war für die USA. Es gibt ja auch, inzwischen weiß man das ja alles, die Dokumente sind ja veröffentlicht, dass also gerade in der Frühphase der Umsteuerung seit dem Herbst 1969 ist an der Spitze der USA, das war ja damals Richard Nixon mit seinem Berater Kissinger, starke Bedenken gab. Also weil man befürchtete, dass die Bundesrepublik einen eigenen Weg gehen könnte. Also insofern, an der Stelle spielt das schon eine Rolle. Das kann man sagen. Und es war auch, neben anderem, auch ein Versuch in der Außenpolitik, tatsächlich einen eigenen Weg zu gehen, ohne die Bündnisloyalität direkt zu verletzen. Gut. Ja, und die letzte Frage mit, also wie gesagt, die AfD ist eine rechte Partei, aber rechts von der... Ach so, ja gut, also ich weiß nicht, man könnte natürlich auch sagen, an der Stelle führt vielleicht das Begriffspaar rechts und links nicht weiter. Also wir haben ja jetzt, also die AfD aus ihren eigenen Gründen, nebenbei gesagt, ganz einig ist sie sich da auch nicht. Also es gibt ja auch in der AfD eine Reihe von früheren Offizieren, die eine wesentlich stärkere NATO-Loyalität haben als andere in der Partei. Aber es ist ja richtig, was Sie sagen, die, als Partei, als Gesamtpartei, ist sie die kritischste. Man kann sogar sagen, noch kritischer als die Partei Die Linke, die Sie nicht erwähnt haben, wo die da reinpasst, ihr Links-Rechts-Schema. Aber ich meine, es gab immer, auch schon in früheren Zeiten, auch eine, bei Konservativen eine Richtung, die für Verständigung mit Russland war. Aus anderen Gründen, als es jetzt eventuell linke Strömungen waren. Und, also ich würde eher diesen Aspekt betonen, dass in den verschiedenen politischen Formationen diese Problematik umstritten ist. Und mehr oder weniger, aber auch in der CDU-CSU gibt es Leute, die treten der Öffentlichkeit nicht so in Erscheinung, aber die diese Konfrontation mit Russland ablehnen, ein weites Feld. Also ich habe, also zur Sache selber habe ich mich ja nun geäußert, sowohl, also schriftlich auch verschiedentlich geäußert, dass es nicht in einem Satz zu sagen, aber jedenfalls habe ich mich kritisch geäußert. Und ja, also okay. Ja, es ist manchmal nicht so einfach, sozusagen jetzt ohne einen Spezialvortrag zu halten, dann auf so umfassende Fragen zu antworten. Also ich würde jetzt wirklich sagen, den Rest... Politik und nochmal zur Migrationsfrage. Das ist, Sie meinen das wie der Teufel ins Weihwasser. Ja, ich habe ja jetzt heute keinen politischen Vortrag gehalten, sondern wir haben über ein Buch gesprochen. Aber wenn Sie dazu einen Satz hören wollen, dann denke ich, dass... Wir haben hier ein Problem, was wir nicht speziell in Deutschland haben, sondern das haben wir in allen
mehr oder weniger in allen europäischen Ländern und in Nordamerika. Und ich bin kein Anhänger der Linie sozusagen, jeder, der will, kann kommen. Das ist unrealistisch. Ich bin auch der Meinung, dass ein Gemeinwesen ein Minimum, wohlgemerkt, ein Minimum an sozialer und kultureller Homogenität braucht, um Demokratie durchführbar zu machen. Aber die Vorstellung, also es hat zu verschiedenen Zeiten Migration gegeben und die europäischen Völker sind alle Mischvölker. Also die Vorstellung der ethnischen Homogenität ist vielleicht nicht, mag sein, dass sie auch menschenfeindlich ist, vor allem aber ist sie völlig unrealistisch. Und also das sind jetzt so ein paar Brocken, die ich da hingeworfen habe. Ich wollte nur nicht die Antwort schuldig bleiben. Ich würde jetzt wirklich vorschlagen, den Rest müssen Sie lesen. Denn dafür hat er das Buch geschrieben. Ich würde sagen, herzlichen Dank, Peter Brandt.